ihr Lieben, ich bin jetzt hier bereit mit Sack und Pack. Ich gehe jetzt nämlich zu einer Kräuterwanderung und euch nehme ich mit. Was habe ich dabei? Ich habe dabei eine Haushaltskreppe, um die verschiedenen Lagen zu trennen. Ich habe dabei Gummihandschuhe, weil ich denke mal, dass wir auch junge Brennnesseln sammeln werden und ich kriege ganz schnell Pusteln. Und natürlich eine Schere. Ja, wie habe ich mich vorbereitet? Ich habe mich mit Kokosöl eingeschmiert. Erstens mal ist es ein wunderbarer Zeckenschutz oder eben auch gegen irgendwelche Mücken. Die mögen nämlich den Kokosgeruch nicht. Und es ist auch ein Sonnenschutz. Also, ich gehe jetzt los. Wünscht mir ganz viel Spaß. Danke! Wildkräuter schenken uns seltene Vitalstoffe und wertvolle Heilsubstanzen. Wildkräuter wachsen kostenlos im Park, im Wald, auf Wiesen, auf Wegrändern und natürlich im eigenen Garten oder sogar auf dem Friedhof. Viele Wildkräuter passen gut in Salate, Suppen, Pestos, Gewürzmischungen und Smoothies. Andere sind ideale Heilpflanzen, aus denen ohne großen Aufwand heilkräftige Tees oder Tinkturen hergestellt werden können. Der Begriff Wildkräuter bezeichnet Pflanzen, die nicht von Menschen kultiviert werden, die nie im Mittelpunkt eines züchterischen Geschehens standen und daher noch das gesamte Spektrum an Vitalstoffen einer ursprünglichen und kraftvollen Wildpflanze enthalten. Wildkräuter zeichnen sich dadurch aus, dass sie hervorragend ohne die Pflege des Menschen gedeihen, was bei Kulturpflanzen eher selten der Fall ist. Wildkräuter sind extreme Überlebenskünstler und trotzen oft bei langen Dürreperioden genauso wie bei schlechten Bodenverhältnissen. Von Insekten oder Pilzen werden sie so gut wie nie befallen, weshalb Wildkräuter keine Abwehrmaßnahmen in Form von chemischen Spritzmitteln erforderlich machen. Nicht einmal Kunstdünger wissen die wilden Kräuter zu schätzen. Im Gegenteil, das mögen sie überhaupt nicht. Wildkräuter sind also robust, widerstandsfähig, vor Gesundheit strotzend und äußerst lebensfroh. All diese beneidenswerten Eigenschaften übertragen sie jenem, der sie isst. Wildkräuter, gesünder geht's nicht. Sie erfreuen mit einem ungewöhnlich hohen Mineralstoff- und Vitalstoffgehalt. Wildkräuter stecken voller Vitamin C und ist oft wesentlich gesünder als ein Kopfsalat. Also zum Beispiel die Brennnessel liefert 333 Milligramm Vitamin C. Bei Vitamin A sieht es ähnlich aus. Und auch in Sachen Proteine sind die Wildkräuter dem Kulturgemüse weit überlegen. Wildkräuter sind voller bioaktiver Pflanzenstoffe. Sie schmecken meist deutlich aromatischer und würziger als Kultursalate. Sie haben nämlich wesentlich bioaktivere Pflanzenstoffe enthalten. Oft stellt sich dann heraus, dass diese Pflanzensubstanzen viele Krankheiten heilen bzw. vorbeugen können. Ich habe an einer Wildkräuterung am 21. April mit Frau Jeanette Rosard vom Vegetarierbund teilgenommen. Also das jetzt heißt es ja ProVeg oder ProVeg und hier sind da die ersten Bilder. Wir waren im Süden von Nürnberg und haben uns da den Vortrag von Frau Rosard angehört. Die Frau Rosard hat auch hier die meisten Bilder dazu geliefert und auch die Texte dazu geschrieben. Die meisten jedenfalls. Also, sie erklärt sehr gut und ganz am Ende dieser Präsentation gebe ich euch auch noch die Kontaktdaten raus, damit ihr sie selber kontaktieren könnt, falls ihr Fragen habt oder auch selbst mal an einer Wanderung teilnehmen wollt. Wir knien hier unten auch im Gras. Sie hat alles sehr, sehr, sehr ausführlich erklärt, was man alles mit Wildkräutern tun kann. Und wir haben auch tatsächlich innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden alles fast auf 100 Quadratmetern bei uns in Nürnberg gefunden. Wildkräuter haben ganz viele verschiedene Inhaltsstoffe. Und man kann sie, wie gesagt, sowohl als Tee zubereiten, in den Smoothie tun, roh in den Salat geben, Tinkturen machen, Tee machen. Also Wahnsinn, was das für eine Vital- und Mineralstoffbomben sind. Die wichtigsten Inhaltsstoffe. Bitterstoffe fördern die Magensaftsekretion, pflegen die Darmflora, beugen Pilzinfektionen vor, unterstützen die Fettverdauung und stärken die Leber. Flavonoide
haben ganz viele Antioxidantien, beugen Krebserkrankungen vor. Manche schützen vor Grippeviren, andere wirken antibakteriell. Wildkräuter haben auch Gerbstoffe, die Entzündungen hemmen. Diese neutralisieren dann auch Gifte, vertreiben Bakterien und Viren, helfen bei Durchfallerkrankungen und Hautproblemen. Hautprobleme, nicht Hauptprobleme. Wildkräuter haben auch Saponine, die den Schleim lösen, hormonstimulierend sind, entzündungshemmend und harntreibend. Die Schleimstoffe in den Wildkräutern regulieren die Verdauung, hemmen Entzündungen, senken den Blutzucker und absorbieren Giftstoffe. Aber das ist noch nicht alles. Wildkräuter haben Senfölglykoside, die auch hilfreich bei Krebserkrankungen sind. Iridoide sind beruhigend, entzündungshemmend, blutbildend, antimikrobiell und antiviral. Wildkräuter haben ganz viele Kieselsäure, die das Immunsystem stärken, Phytosterine beugen Krebs vor und ganz viel ätherische Öle, die sich positiv auf das Verdauungssystem und die Atemwege auswirken. Und natürlich noch verschiedenes mehr, weil Wildkräuter sind individuell. Und ich habe jetzt eine Sammlung erstellt von 13 verschiedenen Wildkräutern. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr, aber dazu müsste man sich dann ein Buch zulegen. Ich habe die 13 wichtigsten, die wir dann auch gefunden haben, jetzt mal aufgelistet. Fangen wir an mit dem Wiesenschaumkraut. Das Wiesenschaumkraut ist zart lila blühend, seltener weiß und die Blätter sind unpaarig gefiedert. Es ist eine sehr, sehr hübsche Pflanze. Es gibt das Wiesenschaumkraut und das Gartenschaumkraut. Es sind Kreuzblütler, die Senfölglykoside haben, Mineral- und Bitterstoffe, ganz viel Vitamin C, also bis zu 360 Milligramm auf 100 Gramm. Das ist praktisch der dreifache Tagesbedarf, den ein Mensch hat. Das Öl der Samen des Wiesenschaumkrautes dient als Pflegecreme. Man kann also Cremes draus machen, bei strapazierten und trockenen Händen. Als Heilwirkung ist super gut gegen Rheuma, also man kann praktisch Tee draus machen, hilft gegen Rheumaerkrankungen, Schmerzzuständen. Es ist Nieren- und Darmanregend und der Geschmack ist leicht kresseähnlich und scharf. Man kann das in Salate geben, in Kräutersuppen, als Gewürz sowie in Soßen. Und auch die Samen, die das Wiesenschaumkraut hat, wurden früher als Pfefferersatz verwendet. Zum Aussehen der Brennnessel muss ich nicht viel sagen, denke ich. Der Brennnessel, also aus der Brennnessel kann man Tee machen, der entwässernd wirkt und blutreinigend. Und im Hochleistungsmixer, das ist ganz wichtig, werden die Brennhaare zerstört. Seid vorsichtig beim Pflücken, man pflückt es immer von unten. Am besten zieht euch Handschuhe dazu an, weil ich kriege nämlich ganz schnelle Pusteln. Also die Brennnessel ist die Königin unter den Wildkräutern. Haben 1-2% Flavonoide, hat auch einiges an Fett und Kohlenhydraten, aber das sind gesunde Fette, viel Magnesium, Kalium, Eiweiß, Silizium in Form von Kieselsäure, ist reich an Eiweiß, Vitaminen A, C und E. Hat auch in den Samen viel Linolsäure, viel Vitamin E, Schleimstoffe und Carotinoide. Hat 40 mal mehr Kalzium und 20 mal mehr Vitamin A, 30 mal mehr Vitamin C und 25 mal mehr Magnesium, 50 mal mehr Eisen als normaler Salat. Das ist der Wahnsinn, gell? Macht eine Frühjahrskur mit dem Tee, also man kann es trocknen und dann praktisch Tee draus machen. Und ich habe euch auch noch hier ein Video verlinkt, das könnt ihr anklicken, da erfahrt ihr noch mehr über die Königin unter den Wildkräutern. Hirtentäschel wird 10 bis 50 cm hoch, wurzelt aber bis zu 90 cm tief. Die Grundblätter sind wie eine Rosette angeordnet, die aufrechte Sprossachse trägt eine Traube von zahlreichen Blüten, die später zu Schötchen werden. Es
ist eine in der Familie der Kreuzblütler zu Hause. In Volksnamen hat Blutkraut und Herzkraut. Hat ganz, ganz viele Aminosäuren, nämlich 32%, Saponine, Flavonoide, organische Säuren, Senfölglykoside, viel Calcium und Kalium. In 100 Gramm Blättern sind bis zu 177 Milligramm Vitamin C enthalten. Und dieses Quercetin, das da drin ist, guckt mal bei Robert Franz, ist gegen Tumorwachstum. Es ist eine alte Heilpflanze, die adstringierend wirkt, also Haut zusammenziehend bei Blutungen, also auch blutstillend, reguliert den Blutdruck und regt den Kreislauf an. Regt auch die Verdauung an, heilt bei Ekzemen und ist auch wichtig bei zu langer und unregelmäßiger Periode und Nasenbluten und Menstruationsbeschwerden. Die oberen Teile sind eher mild, kresseähnlich, die Wurzel ingwerartig. Jetzt kommen wir zum Spitzwegerich. Das Blatt ist spitz, deshalb auch der Name, und sieht wie eine Lanzette aus. Hat viel Kieselsäure, Zink, Kalium, Vitamin C und B und ist ein altes Heilkraut, vor allem für die schnelle erste Hilfe draußen bei Insektenstichen und Verletzungen, da es antiseptische und zusammenziehende, reizmildernde Wirkstoffe hat. Soll krebshemmende Eigenschaften besitzen, ist äußerst wirkungsvoll, hat nämlich ganz viele Antioxidantien, unterstützt auch das Immunsystem bei Erkältungsbeschwerden, insbesondere Bronchialerkrankungen. Junge Blätter schmecken nach Champignons, große Wegerichblätter kann man zum Büffeln verwenden. Bei der Vogelmiere sind die Stängel behaart und die Blüten sind weiß. Es kommt aus der Familie der Nelkengewächse. Hat doppelt so viel Kalzium, dreimal so viel Kalium und Magnesium, siebenmal so viel Eisen wie Kopfsalat. 2 bis 8 mal so viel Vitamin A und C, hat auch Vitamin B1, B2, B3, Selen, Zink, Oxalsäure und auch Schleimstoffe, Saponine, Flavonoide, Kumarine, Kieselsäure, ätherische Öle und Gamma-Linolensäure. Bereits 50 Gramm an Vogelmiere entsprechen dem Vitamin C-Bedarf eines Erwachsenen. Vom Geschmack her frisch und mild, so ähnlich wie junger roher Mais. Als Heilwirkung ist blutreinigend oder blutbildend, schmerzlindert. Toll für Rheumatismus, habe ich aus eigener Erfahrung gelernt. Also da soll man aber den frischen Pflanzenextrakt nehmen und nicht den Tee. Hilft bei Gelenkschmerzen, Husten, weil es schleimlösend ist, verdauungsfördernd und harntreibend und erhöht die Resorption anderer Wirkstoffe. Deshalb auch stoffwechselanregend. Gut bei Hautausschlägen, Hämorrhoiden, Verbrennungen und man kann es äußerlich auch ins Badewasser geben. Als nächstes ist der Löwenzahn dran. Wie bei vielen Wildkräutern sind hier auch die Blüten essbar und macht sich wunderbar schön im Salat. Der Löwenzahn ist ein Blutreiniger der Extraklasse und gehört in die Familie der Korbblütler. Hat Bitterstoffe, Triterpene, Flavonoide, Kumarine, Phytosterole und einen wahnsinnig hohen Kaliumgehalt. Ist ein Diuretikum der Extraklasse, also reinigt Blasen und Nieren. Hat 5-mal so viel Eiweiß, 8-mal so viel Vitamin C und doppelt so viel wie Kalium, Magnesium und Phosphor wie ein normaler Kopfsalat. Wie viele Frühlingspflanzen hat der Löwenzahn eine ausgeprägte blutreinigende Kraft und eignet sich daher vorzüglich zu einer Frühjahrskur. Die Heilwirkung ist harntreibend, also wichtig für alle, die Rheuma haben. Regt die Verdauungsorgane an wegen den Bitterstoffen, wirkt tonisierend, also praktisch gut für die Haut, kräftigend, entgiftend, leberschützend, blutbildend,
ist wichtig bei Blähungen, Völlegefühl, regt den Gallenfluss an. Und in Tierversuchen hemmte ein Extrakt aus Löwenzahn das Größenwachstum von Tumoren. Wir können Blätter, Blüten und Wurzeln verwenden, aber am wirksamsten ist ein Tee. Zur Taubnessel. Sie sehen aus wie Brennnesseln, haben aber bunte Blüten und keine Brennhaare. Also man kann die ohne Bedenken anfassen. Es sind Lippenblütler und schauen wirklich hübsch aus. Als Inhaltsstoffe Kalium, Phosphor, Calcium, Bor, Eisen, Magnesium, Kupfer, Zink, Schwefel, ätherische Öle, Flavonoide, Glykoside, Saponine, Schleim und Gerbstoffe. Als Heilkräfte, sie sind auswurffördernd, also wichtig bei Husten, weil sie schleimlösend sind. Die beruhigen gereizte Atmungsorgane, aber auch Menstruationsbeschwerden, also allgemein bei Frauenleiden sowieso, weil sie schwach auch harntreibend sind. Wichtig für Nierenerkrankungen. Entzündungshemmend bei Mund- und Rachenschleimhaut, äußerlich wundheilend, wichtig bei Ekzemen und Furunkeln. Die Blüten enthalten viel Nektar und sind eine wichtige Nahrungsquelle für Hummeln. Der Giersch wird bis zu einem Meter hoch und wurzelt auch wahnsinnig tief. Deswegen mögen ihn die meisten Gärtner überhaupt nicht, weil er einfach wuchert. Und sobald man oben die Blätter und auch die Stängel abknipst, wachsen sie munter weiter. Im Volksmund wird der Giersch auch Zipperleinskraut genannt. Der gehört in die Familie der Doldengewächse. Ist wichtig für Gicht und Rheuma, weil es eben entwässert und die Harnsäure ausscheidet, gleichzeitig noch entsäuernd wirkt. Hat viel Kalium, wirkt entwässernd, habe ich vorhin schon gesagt, ja. Weitere Inhaltsstoffe sind Magnesium, Calcium, Mangan, Zink und Kupfer. Hat ein Mehrfaches an Vitamin C, A und Eiweiß wie Kopfsalat, sowie ätherische Öle und Flavonoide. Im Mittelalter wurde Giersch als wichtiges Gemüse und Heilkraut kultiviert. Es schwemmt sogar festsitzende Schlacken und Säuren aus den Geweben bzw. Organe aus. Hat eine antifungizide Wirkung. Und leicht zu erkennen, weil man muss immer an die Dreierregel denken, also dreieckiger bzw. dreikantiger Stängel und dreigliedriges Blatt. Der Geruch ist Petersilien- und Möhrenartig. Die Schafgarbe ist eine ausdauernde krautige Pflanze und wächst bis 80 cm hoch. Sie duftet aromatisch und die Stängel sind gefiedert. Die Schafgarbe gehört in die Familie der Korbblütler, altdeutsch Garve, heißt gesund machen. Die Inhaltsstoffe, ätherische Öle, Gerbstoffe, Flavonoide, Kampfer und verschiedene Bitterstoffe wie Mineralien, vor allem Kalium. Es ist ein sehr altes Heilkraut, insbesondere bei Frauenerkrankungen und für die Verdauungsorgane. Es wirkt blutreinigend und blutstillend, krampflösend, gefäßtonisierend, hormonausgleichend und entzündungshemmend für den Magen-Darm-Trakt. Beruhigend. Allgemein kräftigend bei Nierenerkrankungen, Durchblutungsstörungen des Herzens, bei Nerven, Kopf- und Zahnschmerzen. Schafgarbe wird verwendet als Tee oder Tinktur. Die Bitterstoffe fördern die Gallensekretion und lindern chronische Lebererkrankungen. Äußerlich kann man die Schafgarbe auch anwenden für Gelenke und unreine Haut. Dann macht man einen Wickel. Besonders vorzuheben ist auch die Fähigkeit der Schafgarbe, bei den Venen den Rückfluss des Blutes zum Herzen zu fördern. Dadurch wird der Kreislauf verbessert und venöse Beschwerden wie Krampfadern, dicke, geschwollene Füße verbessert. Zum Aussehen der Gänseblümchen muss ich wohl nicht viel erzählen. Das kennt ihr alle.
Und auch die Blüten sind essbar und sogar sehr wohlschmeckend. Macht eine schöne Optik im Salat. Sie ist so unscheinbar klein, aber doch eine wertvolle Heilpflanze. Gehört in die Familie der Korbblütler. Gänseblümchen haben viel Kalium, Calcium, Magnesium, Eiweiß, Eisen, Vitamin C und A. Als Heilwirkung: Gänseblümchentee wirkt stoffwechselanregend, antimikrobiell, blutreinigend, blutstillend, harntreibend, krampfstillend, schmerzstillend gegen Husten, Erkältungen, Gelenkbeschwerden, Verstopfung, Darmentzündung, Gicht, Rheumatismus, Wassersucht, Ödeme, Nierensteine und Blasensteine. Auch bei Menstruationsbeschwerden werden Gänseblümchen gerne eingesetzt. Auch bei stockender Menstruation, Weißfluss, Hautausschläge, unreine Haut, dann aber als Salbe. Auch als Stimmungsaufheller wird das Gänseblümchen geschätzt, besonders bei jungen, schüchternen Menschen. Nun zur Gundelrebe. Die Stängel und die Blattunterseite sind oft violett. Die Blätter sind fast rund und an den Außenseiten gewellt. Die gewöhnliche Gundelrebe gehört in die Familie der Lippenblütler. Gund ist nämlich ein altes Wort für Eiter. Enthält Bitterstoffe, Gerbstoffe, ätherische Öle, Saponine, Vitamin C und Kalium. Als Heilwirkung: Appetitlosigkeit. Magen-Darm, Galle, Leber und Nieren, weil es nämlich harn- und schweißtreibend ist. Es ist ein gutes Würzkraut. Der Geruch und Geschmack wird als harzig aromatisch beschrieben, manchmal auch minzähnlich und lakritzartig. Die Sesquiterpene wirken antibakteriell, antioxidativ und entzündungshemmend. Galt bei den germanischen Völkern als Heil- und Schutzräuberpflanze, wie auch der Beifuß und das Mädesüß. Eingesetzt wird es bei schlecht heilenden eitrigen Wunden, eitrige Bronchitis, Harnwegserkrankungen, Schnupfen oder Zahnfleischentzündungen. Überall da, wo Eiter und Schleim fließt, ist hier der Gundermann angesagt, oder die Gundelrebe ist eigentlich das gleiche Wort. Weil es nämlich trocknend, wundheilend und zusammenziehend wirkt. Achtung, für Pferde giftig. Für den Menschen aber wohltuend und unbedenklich. Jetzt kommen wir zum vorletzten Blatt, das Gänsefingerkraut. Es hat leuchtend gelbe Kronblätter aufzuweisen und aus den Blattachseln wachsen Ausläufer, die an den Knoten Blattrosetten tragen. Die Blättchen sind auf der Unterseite silbrig seidenhaarig. Kommt aus der Familie der Rosengewächse. Das Gänsefingerkraut hat viele Gerbstoffe, 5-10%, auch Bitterstoffe, Phytosterole, Schleimstoffe, Flavonoide, Kumarine. Es ist ein bekanntes Heilkraut, da es astringierend, also zusammenziehend wirkt. Auch wundheilend sowie schmerzstillend, durchfallhemmend bei Bauch- und Unterleibsbeschwerden. Bei PMS, also bei Periodenkrämpfen auch, als Gurgelwasser kann man es verwenden, bei Entzündungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches. Auch die Wurzel kann man kauen bei Zahnfleischproblemen. Der Geschmack ist bitter scharf. Nun kommen wir zum letzten Kraut, das wir gefunden haben, nämlich zum Sauerampfer. Der Sauerampfer kann bis zu 1 Meter hoch wachsen, hat lange pfeilförmige Blätter, die aussehen wie Spinat. Das Aroma ist sehr sauer und erfrischend. In der Blütezeit von Mai bis August leuchten die Blüten intensiv rot. Der Sauerampfer ist auch eiweißhaltig, hat freie Oxalsäure, deswegen sollte man nicht zu viel davon essen, weil es eventuell Nieren belasten könnte. Die Flavonoide sind viel drin, Vitamin C, Carotin, Eisengerbstoffe. Es ist wichtig für die Blutreinigung und harntreibend. Verdauungsfördernd. Ja, antibakteriell, harntreibend habe ich schon gelesen. Hilft bei Erkältungen, Fieber, Frühjahrsmüdigkeit,
Husten, Insektenstichen, Kreislaufschwäche, Sonnenbrand und Wunden. All diese Wildkräuter und Pflanzen hat uns die Frau Rosaba unserer Wildkräuterwanderung gezeigt. Falls jemand die Frau Rosaba kontaktieren möchte, hier habe ich die Kontaktdaten rausgesucht. www.hauptsachewildbuntundgrün.jimdo.com. Das ist die Adresse, und als E-Mail nynys@web.de. Und zum Schluss noch ein Zitat von dem Kräuterpfarrer Johann Künzle: Wenn die Menschen das Unkraut nicht nur ausreißen, sondern einfach aufessen würden, wären sie es nicht nur los, sondern würden auch noch gesund. So, das war's für heute. Ich denke, euch hat der kleine Exkurs an Wildkräutern und Heilpflanzen gefallen. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, gebt mir einen Daumen nach oben und betätigt die Glocke. Wir sehen uns dann oder hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!